Hallo meine Homies, willkommen zurück zu Tony Hawk. So, wir hatten das erste Level mit Tony gespielt. Ich hatte gedacht, man kann so ein bisschen chillig weitermachen und sich direkt einen neuen Skater erstellen und ich kann dann in Ruhe mit Tony spielen und wir let's playen das dann komplett mit unseren eigenen Skater, aber nein. Man kann nur mit einem spielen. Deswegen habe ich Tony jetzt komplett gelöscht und wir erstellen uns jetzt unseren eigenen Skater hier. Natürlich grüße ich euch immer alle recht herzlich. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Seid immer gut zur Umwelt und zu allen Lebewesen. Denn das ist das Wichtigste, alles andere ist uninteressant. So, meine lieben Homies, was geht ab hier? Name Ancient Aliens, Wohnort Los Angeles, Kalifornien. Können wir sogar selber wegmachen. Okay, wo wohnen wir? Hallo? Hallo? Ja, es geht. So, wir wohnen in Deutschland. So, Deutschland. Buyaka. Reicht. Park Skater Style. Dieser Style zeichnet sich durch Rampen, Pipes und Steigung aus. Überlegenheit in der Luft zu erledigen. Okay, dieser Style zeichnet sich durch umbaune Verhältnisse aus, welche möglichen Überlegen am Boden zu erzielen. Nice. Komm, wir lassen Park. Stelle und natürlich regulär. Nee, so stand ich auch mal auf dem Board. Linker Fuß nach vorn, genau. Da haben wir hier die Pushstyle, die Mongo. Nie Mongo. Immer Mongo. Alle meine Mongos, meine lieben Homies. Immer Mongo. Geil. Lass mal so machen. Fortfahren. Nein. Dann suchen wir uns mal ein schönes Board erst aus, oder? Komm, wir machen erst das Aussehen. Wir haben schon mal eine Trophäe, die wird aber nicht eingeblendet. Hätte ich jetzt mit Elgato aufgenommen, hätten wir die Trophäe. Das ist mit der Share-Funktion. So kurze Videos mache ich mit der Share-Funktion. Und längere Videos, wie ein ganzes Level, was wir dann ballern, das machen wir mit Elgato, damit auch alles drauf ist. Falls da was fehlt, ich kann nichts dafür, dass die Share-Funktion, ne? Also seid bitte nicht sauer. Und für Tipps und Tricks bin ich immer dankbar, ne? Wenn ihr was anderes ändern wollt an unserem Skater, schreibt es mal einfach. Ja. Ich muss sagen, die sind alle hässlich. Er guckt schon so. Was? Hässlich? Ich weiß nicht. Komm, wir nehmen ihmchen. Wir nehmen ihn. Okay, wir sollten ihn auswählen. Zack. Haare, Haare. Oh, er ist Hautfarbe, okay. Ah, komm, geht klar so. Ich hoffe mal, das wird cooles bei. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen langweilig zuzugucken, dieses Video zu sehen. Aber egal. Wie gesagt, wir ziehen ja voll durch. Wer Bock hat, gönnt sich, wer nicht, der nicht. Alles euch selbst überlassen. Denkt immer dran, ihr spielt kein Profi, ne? Nur einer Spaß daran spielen. Über seine eigene Doofheit lachen kann. Auf jeden Fall nicht. Oh, Maschine. Ah, komm, wir nehmen diese. Oh, Augen ist gut. Machen wir meinen originalen Style. Blue. Blau ist gut. Auf jeden Fall kein Make-up. Ja, Bart nehmen wir. Der passt da super. Der passt wirklich gut, meine Mummis.
Noch irgendwas Schönes? Ja, okay. Dann würde ich sagen, das ist unser Skater. Geil. Haben wir hier ein paar Tattoos? Nur im Gesicht oder was? Nee, okay, hier. Da fängt das schon gut an. Rechter Arm. Aber das ist jetzt so ein Witz, oder? Mit die Sachen. Da kommt da bestimmt mehr. Man kommt da nicht auf so eine Scheiße. Schon wegen Scheiße, meine Mummis. War das genau meins? UFO und so. Perfekt. Ach komm, kriegst du das noch am Fuß hier. Dann läuft das. Wir wollen uns hier nicht zutätowieren. Wieso kommt man auf solche Tattoos? Nicht wirklich, das reicht. So, ab zur Hose. Die bringen ja alle nichts. Ne? Wir haben unser Fuß tätowiert. Muss man ja auch sehen. Ich weiß nicht mehr, die Mumie ist die oder die? Nimm erstmal die. Was hier passiert? Ich denke mal, wir können die eh später ändern. So. Gib mal ein schönes Shirt hier. Wir nehmen diese. Da passt doch schon mal ganz gut. Eine geile Cap hier. Hatte ich mir letztes Mal bestellt. Eine schöne Flexit. Auf jeden Fall nice. Können wir die auch drehen? Können die Farbe ändern. Oh, ging dabei Haare auch? Da habe ich wahrscheinlich nicht so gut drauf geachtet, ey. Ah, guck mal hier, meine Mummis. Doch nicht. Kann man die Mütze nicht drehen? Ich bin wahrscheinlich einfach nur pan und übersedert. Aber wir lassen die erstmal. Warum geht die Mütze mir gerade voll auf den Sack? Wieso macht man nicht überall mit Farbe auswählen? Nicht cool. Absolut nicht cool. Nee, das finde ich nicht cool, dass man die Mütze nicht umdrehen kann. Vielleicht kann man das, aber ich sehe es gerade nicht. Müsst ihr alles für euch machen. Macht das selber. Wir lassen die Cap erstmal weg. Aber unser Board, das suchen wir uns jetzt gut aus. Haben wir nicht wirklich viel, ne? Yeah, gefällt mir. Hard Tape lassen wir so. Unser Grip Tape lassen wir ganz Standard. Er kommt bestimmt später noch mal bei. Aber mal auch nur weiß. Naja, man nicht. Cool. Auf jeden Fall schon nice Sachen, ey. Aber da fehlt noch was. Oh, das sieht aber kacke aus, ey. Das ist schon standardmäßiger. Ja, meine Mummis, was ist das hier noch? Schuhe.
Gehen eigentlich klar, oder? Boah, original Nike, was geht ab hier? Richtig Adidas und so. Ah, wir lassen die. Nein, weiß immer gut. Wird immer schnell dreckig. Waschen und sehen nicht. Deswegen lassen wir das. Haha, das läuft. Geil. So. Meine Mummis, so wie es aussieht, war's it. War's it. War's das. Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist eben einmal schnell auf dem Profil. Bei Tony Moni hatte ich den Bären ausgesucht. Ist der nicht mehr da? Doch. Den möchte ich eigentlich gerne beibehalten. Oder wir gucken nochmal. Ja, wir behalten Toni. Ach, Toni. Wir behalten den Bären. Krass. Ah, ich habe schon einen weg, ey. Aber schön. Ne, denkt immer dran. Ihr spielt nur einen Spaß. Ah, schön. Denkt immer dran, wenn der Mensch schlaft, freut sich das Herz. So. Meine Mumis, ich hab bei unserem Skater. Dieses Video ist langweilig. Ich schreibe doch extra eine Beschreibung mit dabei. Wer Bock hat, gönnt sich. Wer nicht, der nicht. Alles euch selbst überlassen. Wir können hier nochmal bei Extras eben gucken. Tutorials? Nein, alles cool. Brauchen wir nicht. Was will die Zentrale von uns? Standardmäßig alles am Start. Okay, meine lieben Homies, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Entweder sehen wir uns beim nächsten Video, beim nächsten Livestream oder beim nächsten Part. Auf Wiedersehen, meine lieben Homies. Und bleibt gesund. Ciao, ciao.